ice cream, bring that ice, boy. Walk in, oh, that's high, yeah, they can't tell me why. Word, I don't even need no lies, ayy, got my own little spy, ayy, lure me in my eyes, yeah, all your dreams gon' die. Word, same old day with the same old flow, with the same... Oh, so ein Hund aber auch. Von der Seite. Der flaxt mich von der Seite. Unfairer geht's nicht. Egal. Egal. Weiter geht's einfach. Hier im Zocker Special. Was von wohin jetzt? Das ist ja, da war ja immer noch einer nebenan, Mann. Bruder. Muss los. Wie viele fucking Cops gibt's denn hier noch? Also hinter mir einer, links von mir einer, vor mir zwei. Das sind schon mal vier. Was für Mann? Ich hätte einfach, glaube ich, in die Gasse rennen sollen. Ich glaube, wenn ich hier stehen bleibe, kann ich das gar nicht gewinnen. Ja, moin, die Intelligenz lässt grüßen. Definitiv. Ah, ist das super. Jetzt müssen wir erstmal rennen. Hey, wie fährst du denn? Wie geht's? Wie geht's? Ach, guck mal, wen wir da haben. Wie geht's? Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung.
Okay. 35, verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Untersuchung aufgenommen. Civil Rights Act, das ist der Anfang. Das ist schon sehr. Bruder, es wird gleich knapp. Keine Spur von ihm hier. Sehen wir da drüben nach. Bruder, ich habe keine Muni mehr. Wir wurden getrennt. Zuvor hat er noch gesagt, dass an alle Einheiten. Steig ein! An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Ja, dann sollen sie mal ermitteln. Ich bin jetzt weg. Rauskommen, schlafe ich auf einem Bett aus Titten. Scheißegal, was das kostet. Dafür bin ich auch. Selbstverständlich, egal, was es kostet. Sind Sie weg? Ja, ja, Mann. Alles klar. Ich wusste, dass wir es schaffen. Ich wusste es. Wir sind reich. Ist doch geil. Robbing people with a six gun. I fought the law. Aber die können mich alle mal. Ja. Müssen wir erstmal gucken, wohin er ist. Öffne die Karte, um ein Ziel auszuwählen. Ich würde sagen, fahren wir erstmal. Und da laden wir schon wieder. Aber Hauptsache, ich sollte ein Ziel auswählen. Danke dafür, Alblali. Wie viel ist das? Bisschen mehr als 2 Millionen. Für jeden. Heilige Maria, Mutter Gottes. Wenn wir hier durch sind, dann rufe ich einen Typen an, den ich kenne, und sage ihm, er soll uns 3 Nutten rüberschicken. Nichts da. In dieses Haus hier kommt mir keine Nutte. Sicher? 2 von denen sind allein für dich. Diesmal ficke ich in meinem Schlitten. Na, das will ich auch hoffen. Mein Leben lang hat mir immer jemand gesagt, was ich tun oder lassen soll. Musste mir anhören, wo ich hingehen soll, wie ich hingehen soll und mit wem ich hingehen soll.
Aber jetzt. Nach diesem Ding. Ja, nach diesem Ding. Nach diesem Raubüberfall. Jetzt. Wir haben es kapiert. Wird alles anders. Alles. Hundertprozentig. Ich meine nicht das Geld, sondern Freiheit. Wirkliche Freiheit. Ich muss mir von keinem mehr was sagen lassen. Und das gilt für uns alle. Vouloir c'est pouvoir, hein? Wer ist denn da? Der Meister persönlich. Hey, da bist du ja. Danke. Hier, hast du erstmal ein Bier. Machst dir was aus, zwei mehr anzuschenken? Na, aber mit Vergnügen. George hat erzählt, dass der Überfall beinahe in die Hosen gegangen wäre und Lincoln euch den Arsch retten musste. Auf den Jungen kannst du stolz sein. Bin ich, Sal. Sogar mächtig stolz. Junge, mächtig, mehr. Jemand was dagegen, dass der Kerl reinkommt, der meinen Anteil mitnehmen soll? Ja, rein mit ihm. Wenn ich einen krieg? Hier ist ein Kornwhisky. Da kriegst du Haare an den Eiern von. Trinkt ihr alle gleich? Nein, nimm gleich den höchsten. Ist dein Anteil mit meinen Schulden. Ich hab noch was draufgelegt wegen dem Ärger. Ohne dich jetzt nicht geklappt, Sammy. Jungs, ihr wart spitze, danke. Warum holst du uns nicht deine guten Tropfen? Wir müssen noch anstoßen. Das darf ich dir nicht zweimal sagen. Mach richtig voll. Hoch die Tassen. Weißt du, Lincoln, ich habe noch nie einen tafferen Hurensohn gesehen als dich. Aber du hättest nicht Nein sagen sollen. Oh, oh, oh. Na, wo soll es denn hingehen? Dämliche, beschissene Nigger. Los, schnapp dir die Tasche, wir gehen. Da schwör ich mir auf jeden Fall jetzt Rache. Als er mir ankam, stand dort alles in Flammen. Warum ich da überhaupt hin bin, weiß ich nicht. Göttliche Vorsehung. Oder irgendwas anderes. Das war's auf jeden Fall schon mal mit der Familie. Ist ja mal richtig korrekt. Als ich Lincoln aus den Flammen zog, kam er kurz zu Bewusstsein und bat mich, John Donovan anzurufen. Das habe ich dann getan. Ich wünsche mir so oft, ich hätte ihn nicht angerufen. Das glaube ich. Kennen Sie diese Person? Sicher. Sal Marcano. Mhm. Und was ist mit diesem dieser Mann? Dieser dreckige Mistzack ist Sals Bruder Lou. Hören Sie. Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Was wollen Sie wissen? Haben Sie Lincoln Clay geholfen, Sal Marcano und führende Mitglieder seiner Mafia-Familie zu ermorden? Aber ja, selbstverständlich. Da wissen wir schon mal, wo der Verräter herkommt. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, meine lieben Freunde, in der Aufnahme. Ich habe mal gerade Ventilator gemacht, wird echt warm langsam. Wenn auf kleinem Raum die PS4 anfängt zu pusten. Das war's mit Kennedy. Das sind also die Männer, die ihr töten wollt, ja? Das ist der Plan, Padre.
Das ist aber ganz schön gefährlich, so wie ihr das vorhabt. Und was würden Sie vorschlagen? Dass Marcano es verdient hat zu sterben, will ich gar nicht abstreiten. Bringt ihn um. Aber dann muss Schluss sein. Das reicht doch nicht! Es ist genug, wenn du beschließt, dass es genug ist. Boah, die sind richtig sauer. Ja. Er hat Sammy umgebracht. Ich weiß, was Onkel Sam in der Tat hat, Lincoln. Aber ganz egal, was du tust, davon wird keiner wieder lebendig. Da stimme ich ihm zu, Lincoln. Ja, niemand wird wieder lebendig. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Ich will diesem Bastard zeigen, was es heißt, alles zu verlieren. Verständlich. Ich werde die Ratte Stück für Stück vernichten. Verständlich. Aber das ist eine Sackgasse, Lincoln. Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, gibt es kein Zurück mehr. Ich gehe jetzt zu Sammy und hol meine Sachen. Kommst du? Ich warte im Auto. Los geht's hier auf jeden Fall mit unserem Rachefeldzug. Ich habe den Kindern gesagt, wir sollen noch die andere Wange hinhalten. Und nicht zurückschlagen. Das Problem ist, es geht nicht. Nicht im wirklichen Leben. Ich muss sagen, das ist wirklich eine meiner Lieblingsspielreihen, Mafia 3. Also die Mafia-Reihe. Mafia 2 war auch schon genial. Würde ich auch gerne Let's Playen, aber die PS4 will irgendwie PS Now ja nicht aufnehmen. Ja, fahren wir, Bruder. Checke Karre. Ich bin begeistert von dem Plan zu sein. Um den musst du dir keine Sorgen machen. Ich will bloß nichts von dieser katholischen Schuld auf mich laden, von der ich dauernd höre. Wer weiß von jedem krummen Ding, das ich je gedreht habe. Und hat mich nie verpfiffen. Wenn ich sage, dass wir dem trauen können, dann ist das so. Klingt vernünftig. Willst du mir sagen, was wir hier tatsächlich machen? Wir werden Marcano und seine ganzen Arschlöcher töten. Schwachsinn. Wenn das alles wäre, würdest du dir eine XM21 schnappen, dir Farbe ins Gesicht schmieren und alle wären vor dem Abendessen tot. Das stimmt. Du sicher keine Einsatzzentrale und den ganzen anderen Scheiß, den ich organisieren soll. Als ich zurück war, hat Marcano mir das Hollow angeboten. Er meint, es ist Zeit, dass Sam in Rente geht. Ich hab's abgelehnt. Glaubst du, was passiert ist, war deine Schuld? Schwierig, es anders zu nehmen. Was hast du denn gedacht, was Sal tut? Eine kleine Party für Sammy schmeißen, vielleicht eine goldene Uhr schenken und eine Medaille mit Glückwünschen zum Renteneintritt? 100%. Es gibt nur einen Weg raus aus diesem Leben. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich werde die Stadt übernehmen, Bezirk für Bezirk. Marcano wollte, dass ich das Hollow leite. Scheiß auf ihn. Wenn ich fertig bin, gehört mir die ganze verdammte Stadt. Okay, jetzt hören wir größten wahnsinnig. Das ist genau das, was ich hören wollte. Aber auch egal. Vorausgesetzt, dass dir das alles nicht zu viel ist. Warum sollte das zu viel sein? Ach, keine Ahnung. Oh, fuck. Was wollte ich gerade sagen? Ach, keine Ahnung, vielleicht, weil man dir in den Kopf geschossen hat? Ich bin vielleicht kurz aus dem Trip gekommen, aber das wird wieder. Ist immer so. Da hast du allerdings verdammt recht. Ach was. Ist keine große Überraschung, aber die meisten Cops hier hat Sal in der Tasche. Ja, hab mir das schon gedacht. Bin nur vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du dich mit Sals Gorillas zoffst, hast du sie am Hals. Ja, egal ob ich die am Hals habe. Mann, das sind Cops. Gibt's eine Dienstaufsichtsbeschwerde oder eine Kugel in den Kopf und dann passt das. Soll ich dich nicht doch mitnehmen? Nein, Mann. Alles gut. Ich bin im Motel. Komm vorbei, wenn du fertig bist. Wollen wir mal rein in den abgebrannten Schuppen, würde ich sagen. Ups. Hier kommen wir nicht rein. Müssen wir doch klettern.
düster geworden hier drin. Seitdem die Hütte abgefackelt ist. Und diese Flashbacks. Willkommen daheim, mein Junge. Wir machen die alle fertig. Ich bin nicht der Chef von Hollow. Was zum Geier? Ich würde sagen, klarer Fall von PTBS. Posttraumatischer Belastungsstörung. Posttraumatische Belastungsstörung. Hundertprozentig bei ihm, das sehe ich noch schon am Werk. Das ist keine gute Idee. Viele Jungs sterben da drüben in Vietnam. Ich muss es aber tun. Habe ich dir schon erzählt, woher ich die hatte? Klar, gestohlen. Stimmt. Aus der Tasche von dem alten Weißen, der immer nur rumgestänkert hat, wenn er hier war. Nimm sie. Mir hat sie immer Glück gebracht. Das kann ich nicht annehmen. Ich weiß, du hast Angst, allein auf der Welt zu sein. Bist du aber nicht. Und wirst du auch nie sein. Und zack, haben wir wieder unseren Army-Haarschnitt. Mit dem Messer aber, naja. Nicht immer so viel auf Kralle haben. 1200 sind da drin gut investiert. Schön, dieses Army-Outfit kann ich ja bald schon nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ich schwenke zwischen dem. Aber ich würde sagen, wir gehen in so einen John Wick-Look. So passt das doch ganz gut zu unserem Charakter, würde ich behaupten. Der wird noch jemanden erschießen. Schade, meine Karre steht hier nicht mehr drin. Gucken wir mal, was unser Kollege hier so vorbereitet hat. Hey, eine richtige Abhörzentrale. Wenn man so eine Aktion erfolgreich durchführen will, muss man sie einem anderen in die Schuhe schieben können. Drum habe ich den ganzen Krempel hier beim FBI geklaut. Wenn die Sache schief läuft, haben die Idioten das Problem am Hals. Wie ich sehe, hast du dein Handwerk nicht verlernt. Wenn es eins gibt, das ich kann, dann ist das Hoovers Schwuchteltruppe eine reinzuwürgen. Und während du krankgeschrieben warst, hab ich schon mal was rausgefunden.
Die Frage ist ja, welche Leute du hier rekrutieren kannst. Und ich sehe da drei Möglichkeiten. Oberste Priorität wäre, das Hollow denen abzujagen, die sich jetzt da breit machen. Hab ich mir schon gedacht. Stehst du? Haitianer? Ich dachte, die sind Geschichte, seit Baka tot ist. Zum Glück sind sie wieder da. Und sie sind nicht gerade erbaut, dass Sal das Hollow der Dixie-Mafia gegeben hat. Dixie-Mafia? Georgies Idee. Sie dealen Heroin für ihn. Er will das ganze Hollow süchtig machen. Fucker. Ich schwöre dir, ich lasse nicht zu, dass diese ganzen Wichser alles zerstören, was Sammy aufgebaut hat. Nee. Wer hat Baka ersetzt? Hundertprozentig nicht. Er hat's geschafft, anonym zu bleiben. Ist nicht bekannt. Geheimnisse vor John Donovan? Dass ich das noch erlebe. Tut mir leid, ich habe nicht genug dunkle Pigmente in der Haut. Also ist meine einzige Chance, mich an einen der Haitianer ranzuhängen und hoffen, dass er mich zu seinem Chef führt. Hey, ist besser als nichts. Und wenn du dich bei ihnen eingeschmeichelt hast, dann kommst du zu mir. Bis dahin habe ich was fertig, was dich interessieren wird. Das klingt doch nach einem Deal. Aber wir tragen schon wieder das falsche Outfit hier in der Cutscene. Hauptsache, wir haben jetzt unseren Anzug wieder an. Ja, haben wir. Gäste mitbringen müssen, ist Hunger. Wenn ihr also zuhört und einen Veteranen kennt, der gerade frisch zurück ist, dann schickt ihn runter in den Yachtclub in Frisco Beach. Samstagabend um 7. Wir werden die Jungs ordentlich verwöhnen. Dear listener, this is your good friend Remy Duval. Remind y'all to tune in to Native Son. Native Son! WBYU 620. Dear listener, this is your good friend Remy Duval. Remind y'all to tune in to Native Son. Native Son! WBYU 620. Lass mal gucken, wo wir parken dürfen. Setzen wir uns erstmal ein bisschen hin, schön ein bisschen. Quatschen mit dem einen oder anderen. James Earl Ray diese Woche zurück. Kaum zu fassen, dass wir glauben sollen, dass nur ein Mann Dr. King erledigt hat. Ist zu einfach, zu glatt. Genau das macht mir Sorgen. Sagen wir, er hat Dr. King erschossen. Nur er und niemand sonst. Und wenn's wirklich so leicht ist, einen großen Mann wie Dr. King, Präsident Kennedy oder Bruder Malcolm niederzustrecken, dann wird sich in diesem Land nie was ändern. Du kämpfst und schwitzt. Und jemand kann dir alles wieder wegnehmen. Oh, schicke Karre. Einfach so. Sieht lecker aus, Schokopudding. Vielleicht darf ich später mal naschen. Fuck. Scheiße. Ah. Dann halt eben nochmal. Wir hätten erst die beiden Wichser abknallen sollen und uns dann um ihn kümmern sollen. Ihm vielleicht einen Schuss in die Schulter oder so verpassen sollen. Egal, neue Runde, neues Glück. Netter Kommentar auch von den Bullen gerade eben. Irgendwie schon so ein kleiner Witz. Aber gut. Scheiße!
Ja, komm. Keiner will die Rednecks im Hollow. Bring mich zu deinem Boss, dann machen wir das klar. Fuck! Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.